wie kommen wir eigentlich von der Bundesebene zur Kommune? Und habe ein paar wichtige Größen und Begriffe mitgebracht. Das eine ist natürlich THG, Treibhausgase, darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Und hier in Deutschland stehen die eigentlich für CO2, CH4, N2O und F-Gase, also Kohlenstoffdioxid, Methan, Lachgas und fluorierte Treibhausgase. Tatsächlich in anderen Ländern werden auch teilweise noch andere Emissionen darunter gefasst, aber das sind die vier wichtigen Gruppen, die wir in Deutschland betrachten und was aber eben der Unterschied ist zwischen einem CO2 und einer Treibhausgasbilanz. Dann haben wir immer noch die Abkürzung CO2e, das sind CO2-Äquivalente, das heißt, die anderen Treibhausgasgruppen kann man auf CO2-Äquivalente umrechnen, indem man deren Wirkung auf die Atmosphäre auf 100 Jahre ummünzt. Und die werden meistens natürlich in Tonnen pro Jahr angegeben, wenn es halt um jährliche Emissionen geht. Wenn es um Budgets geht, fällt das pro Jahr natürlich weg, weil es dann eine ja, feste Summe, Maximalsumme an noch zu emittierenden CO2-Äquivalenten gibt. Dann haben wir noch den Begriff der Quellenbilanz. Die Treibhausgase werden dort bilanziert, wo der Endenergie, wo sie physisch emittiert werden. Das heißt wirklich, wenn ich mein Auto benutze, dann kommen hinten da Treibhausgase raus. Bei einer Fabrik kommen Treibhausgase raus, wenn ich meine Heizung benutze und so weiter und so fort. Das ist die Quellenbilanz und im Unterschied dazu gibt es auch noch die Verursacherbilanz. Da werden die Treibhausgase dort bilanziert, wo der Endenergieverbrauch auftritt. Also insbesondere bei weiterverarbeiteten Energieträgern, wie zum Beispiel Strom, Fernwärme. Da werden vorher noch Umwandlungsprozesse von Primärenergieträgern in Sekundärenergieträger und am Ende Endenergieträger halt stattfinden. Und da werden die Emissionen aber erst dort bilanziert, wo jemand halt den letzten Schritt macht von einem Endenergieträger zu einem Produkt oder zu Wärme oder was auch immer. Das ist nämlich der Endenergieverbrauch EEV. Und ich habe später nochmal, aber auch noch eine wichtige Abkürzung, die wir heute häufiger haben, ist BISCO. Das ist eben die Bilanzierungssystematik kommunal, was der Quasi-Standard eben in der kommunalen Bilanzierung heutzutage ist. So, jetzt generell, wie laufen eigentlich die Rechnungen bei uns ab? Also, wir möchten für jede Kommune Treibhausgas- und Energiebilanzen erstellen, haben aber nur bundesdeutsche Daten. Diese bundesweiten Statistiken kommen unter anderem von den AG Energiebilanzen für eben die EEV und vom Nationalen Inventarbericht NIR, der die ganzen Treibhausgasemissionen Deutschlands für das Jahr 2018 enthält. Also das sind somit die wichtigsten beiden Quellen, die wir eben für Energie und Treibhausgase benutzen. Dann haben wir natürlich auch kommunenfeine Daten, zum Beispiel eben zur Fläche, Häuserzahl, EinwohnerInnen. Die kommen vor allem aus der Regionaldatenbank oder auch aus dem Gebäudezensus. Der letzte ist allerdings auch schon von 2011. Dieses Jahr ist ein neuer dran. Aber diese Zahlen verwenden wir eben auf kommunaler Ebene und diese werden dann miteinander gekreuzt und dann kriegen wir daraus geschätzte Zahlen für die Kommune raus. Also Bundesdaten runtergerechnet auf die Kommune. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viele kommunenfeine Daten haben wir überhaupt? Und hatte ich eben schon ein paar genannt. Hier sieht man nochmal eine gute Übersicht für die verschiedenen Datentypen, wie tief die vorliegen. Also Datentief ist hier immer gemeint, bis zu welchem Verwaltungsniveau quasi. Also haben wir sie nur auf Bundesebene oder sogar auch auf Bundesland, Landkreis und am besten kommunenfein vorliegen. Und man sieht, es gibt schon einige Daten, die eben auf der Kommune auch vorliegen. Oft aber zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, Tierhaltungszahlen sind die nur bundeslandfein verfügbar. Also da mussten wir immer schauen, was ist das Beste, was uns zur Verfügung steht und ja, wie können wir das dann eben runterrechnen auf die Kommune. Und jetzt sieht es hier schon aus, als hätten wir einiges an Datenmaterial, aber wenn man es dann nochmal im Gesamtvergleich anguckt, wie viele andere Zahlen wir benutzen, sieht man, eigentlich haben wir eher sehr viele nicht kommunenfein vorhandene Daten, die wir halt eben mit verschiedenen Berechnungen runterrechnen müssen. Und der Weg ist immer der gleiche, wir nehmen Bundesdaten, rechnen die eben mit kommunenfeinen Daten runter und kriegen dann eben die abgeschätzten kommunenfeinen Daten. Das hatten wir eben schon als Sinnbild und jetzt hier als Beispiel
Zum Beispiel der Endenergieverbrauch in der Industrie. Den rechnen wir zum Beispiel mit der kommunfeine Industriefläche runter und bekommen dann den Endenergieverbrauch der Industrie in der Kommune. Das kann man sich am Ende vorstellen, als ob wir uns ein Mini-Deutschland für jede Kommune bauen. Das heißt, wir haben die Kommune selbst mit den allgemeinen Zahlen, die bekannt sind. Wir haben Deutschland selbst mit den Gesamtzahlen. Und dann verquicken wir diese und machen uns quasi halt eben eine Bilanz für die Kommune, die eben halt auf Deutschlandwerten basiert und womit wir dann quasi ein Mini-Deutschland haben. Dadurch aber, dass wir in jedem Sektor unterschiedliche Daten haben, die wir auch mit unterschiedlichen Algorithmen runterrechnen, ist es nicht so, dass wir einfach nur die Deutschlandbilanz nehmen und sie dann einfach durch Einwohnerzahl teilen oder was auch immer. Es ist deutlich komplexer, aber man kann es sich trotzdem so vorstellen, dass wir eben halt die Kommune abbilden mit den Daten, die wir eben auf Deutschland-Ebene zur Verfügung haben.